Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wir gehen stramm auf die 50, auf Master Rank 50 hier im Master Rank 6 zu. So, Anomalie Stufe 3 haben wir auch gleich durchgequestet. Ich gehe davon aus, dass es die letzte sein wird, damit auch der rote Haken dran sein. Das heißt, dann können wir vielleicht noch gleich mal eine normale Quest oder so machen. Mal gucken, was sich anbietet, bis wir 50 sind. Ein paar normale Quests haben wir ja tatsächlich noch offen. Aber jetzt erstmal ein Shogun-Cyanatown. Und ich weiß jetzt schon... ich weiß jetzt schon, dass der mir ordentlich auf den Frack gehen wird. Anomalieforschung Shogun-Cyanatown. Guck mal, hier kriegen sie es auch hin, ne? Der Text Anomalieforschung Shogun-Cyanatown ist etwas gestaucht. Weil er sonst zu lang wäre. Wäre auch mal eine Möglichkeit, ne, von diesen seltsamen, abgekürzten Itemnamen abzusehen. So, Shogun-Cyanatown, ja, ich freue mich auf diesen Kampf. Ja, ein Glückswesen. Toll. So, noch ein paar Anomalieforschungspunkte mitnehmen. Haben wir eigentlich hier den Irlitz-Dingenskirchen? Ja, offensichtlich haben wir. Sehr schön. So, oben Zimmer. Und wenn wir hier oben sind, haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Man hier alles an Käfern mitnimmt. Unfassbar. So, dann würde ich sagen, wie immer, ne? Wenn wir hier oben sind, läuft das Viech auf einmal unten her. Eigentlich ganz witzig. Ah ne, es sitzt jetzt sogar auf unserer Ebene. Die letzten Male war es immer unten im Fluss gewesen. Aber stimmt, die letzten waren ja auch eher Wasserviecher gewesen. Und ihm ist es, glaube ich, relativ egal. Ich meine, klar, er ist auch irgendwie so eine Art Flusskrebs oder so. Auch so ein bisschen wasseraffin, aber... er kämpft auch gerne am Land, das ist ihm scheißegal. Ist auch so geil, ne? Wie sein Panzer hinten aussieht, wie so ein Gesicht. Nein, im finalen Schlag haut er mich um. Alter Drecksack. So, oder hat er seine Anomalie rausgeholt? Haben wir hier eigentlich mal irgendwo einen Seilkäfer? Oh Gott, ey, ich blute schon wieder. I love it. Komm, duck dich mal, Mädel. Jo, da haben wir auch wieder... komm, ich war ja wohl unterm Wasserstrahl, oder? Es kann echt nicht wahr sein. Ich hasse ihn. Wenn es das gibt. Nein. Boah. Ich muss hier dringend weg. So. Komm, ihr beide könnt euch mal hier, ne? Obwohl ich leider erst... obwohl ich leider erst eine weiße Klinge habe. Aber egal, kann ich nichts dran ändern. Dann steigen wir einmal um. Können unsere Klinge wenigstens nochmal gelb machen. So. Oh, hast du gerade deine Angriffsanimation raus? Das tut mir total leid, Shogun-Cyanataure. Bam. So. Und nochmal in die Richtung schieben. Und dann reiten wir mal brecht oder so. Ja, danke. Danke, kleines Kätzchen, für die Hilfe. Nargakuga war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, klar. Klar, fallen wir wieder ganz runter. Ist auch ein bescheidener Kampfplatz da oben, ne? Vor allem die Brücke.
Boah, ich glaube, der Shogun ist weg. Oder er ist uns nach unten gefolgt. Das will ich auch nicht ganz ausschließen. Aber ich würde sagen, er war schon auf dem Weg nach oben. Dann gehen wir auch runter, würde ich sagen. Komm, ey. Wie kann es sein, dass er einen immer erwischt? Boah. Klar. Klar, er macht einmal tatsächlich 3 Schritte nach vorne, um unserem Move zu entkommen. Boah, wir müssen mal irgendwie hier wieder zu Leben kommen. Ich hasse ihn, ernsthaft. So, mein Freund. Jetzt kommen wir. Pass auf. Er hat auch einen Wischer nach hinten. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Du bist und bleibst einfach ein Kackmob. Ey, jetzt bleib doch einmal stehen, verdammte Axt. Es kann doch nicht wahr sein. Geht der mir auf die Flöte, echt. Das ist der beschissenste Mob im ganzen Spiel, ja? Da mache ich von mir aus lieber dreimal den Maismagorm oder Golm oder wie auch immer heißt, ja? Oder Magnamono oder was weiß ich nicht alles, was noch wild ist. Diablos und hasse mich gesehen. Aber dieser Mob ist einfach nur zum Kotzen. Der Wasserstrahl geht auch einfach überall hin. Egal, ob man links oder rechts wegrennt, er geht einfach überall hin. Haben wir hier eigentlich irgendwo mal kleinen Käfer oder so? Ne, haben wir nicht. Oh, das war knapp gewesen. Das hätte auch gut mein Ende sein können. Wow, das war auch knapp gewesen. Naja, immerhin nochmal an diesen komischen Panzer da hinten ran. Vielleicht ist er ja auch mal irgendwann hinüber, dieser Panzer. Oh, hat sich abgelegt, weil du die Anomalie ablegen musstest. Das tut mir ja auch verdammt leid, mein Freund. Ja, klar. Achso, er versucht da was rauszuspritzen, aber es geht gerade gar nicht. Guck mal, wir haben noch eine Knallkröte, das war mir gar nicht so bewusst. Ach ja, stimmt, die sammeln wir immer da oben in den Tempel ein. Klar. So, dann machen wir mal unsere Waffe rot. Und dann würde ich sagen, probieren wir uns an der Knallkröte. Und was auch immer der da oben macht, ist mir auch gerade egal. So, wir sind hindurch gezischt. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal die Knallkröte hier ab. Bäm, mein Junge. Und jetzt mitten ins Gesicht hoffentlich die dreifache Aufladung. Naja, fast. So, ich würde gerne einmal den hier machen. Kriegen wir es hin? Ja. Wo will er hin? Ich würde sagen, da gehen wir hinterher. Er ist, glaube ich, wieder auf unserem Lieblingskampfplatz. Boah, ich hasse es hier oben. Ich hasse es hier oben. Wirklich. Oh, danke. Danke, dass du mir nochmal entgegengekommen und an mir vorbeigezischt bist.
klar. Naja, immerhin sind wir hier unten. Das passt für mich, mein Freund, wenn wir hier unten sind. So, ich glaube, er kommt auch gerade runter. Und rennt fast an uns vorbei. So, wir kriegen ein drittes Seilkäferchen. Oh, bist du da irgendwie stecken geblieben? Kann das sein? Klar, wir bluten mal wieder. Wir bluten mal wieder und kommen nicht weg. Oh, wir bluten mal wieder und kommen nicht weg. Also wenn ich nur links, rechts, geradeaus, vorne, hinten gehen könnte quasi, ne? Ich würde nix und niemanden treffen. Aber für den Shogun ist es offensichtlich das optimale Moveset. Selbst im Wendepunkt wird man voll des Rohr getroffen. Aber ich sehe das positiv. Wir sind noch nicht gestorben. Das könnte auch alles schlimmer gehen. Ja, ja, komm. Ah, danke, Katze. Mal gucken, ob wir ein bisschen Schaden auf diesem Panzer machen können. Das wäre irgendwie ganz witzig. Oder auch einfach so. Auf die... Oh, er liegt drin. Dann muss ich wenigstens mal gucken, dass ich ein bisschen Schaden drauf kriege. Aber dieser bisschen Schaden... Oh. Ich wollte gerade sagen, der könnte mich jetzt auch das Leben kosten. Naja, diese seine Liegephase musste ich jetzt tatsächlich mal nutzen, um mich zu heilen. Oh, es hat ihm, glaube ich, gerade seine Anomalie rausgehauen. Jo, damit ist dieser Panzer mal ab. Hat er seinen komischen Penis da hinten dran. Und dann ist er auch, glaube ich, nicht mehr so gefährlich irgendwie, ne? Hat man zumindest so ein bisschen so den Eindruck. Naja, vielleicht auch doch. So. So, das war doch jetzt mal hier recht befriedigend. Na, ich wollte gerade sagen, sein ganzes Moveset hier ohne Panzer. Boah, ich verstehe das auch nicht, ne? Also es ist auch... Es hat nichts mit seinen, mit den Hitboxen seiner Krallen zu tun, wo ein eventuell erwischt. So, jetzt gehen wir drauf. Naja, vielleicht auch nicht. Er hat sich ein neues Schneckenhaus geholt. Und er will wieder mal rauf. Da freue ich mir. Dann schauen wir jetzt mal. Das war sein Schneckenhaus vielleicht mal hier irgendwie kriegen. Oh no, warum? Ich frag's nicht. So, würdest du hier hinkommen wollen, Krabi? Fände ich gigantomatisch.
Oh, und du bist auch schön stehen geblieben, ja? Ich wollte gerade sagen, ich würde auch den Abflug nehmen. Bis du hier unten bist, bin ich einigermaßen geheilt. Ja, ja, ich glaube, er will zu uns, oder? Oder wo will er hin? Was ist It's Getting Away? Ne, er ist doch hinter uns her, oder? Oh, hab ich dich mal ausnahmsweise besser erwischt als du mich? Und liegst du tatsächlich am Boden? Oh, leider hatte ich nur eine gelbe Waffe, aber gut. Auch diesen Schaden nehme ich gerne mit. So, willst du mal hier runterkommen? Ja, ne? Oh. Klar, erwischt er mich da einmal. Ja. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Erwähnte ich schon nicht mit mir? Irgendwie drunter hergezischt. Jetzt nicht mehr. Ah, ich hätte mich heilen sollen, aber die Gelegenheit war so günstig. Vielleicht kriegen wir ja den da vorne ab. Oh, danke. Ach komm, ey, als wenn man sich da nicht runterherrollen könnte. Es ist echt zum Brechen. Leck mich! Oh oh! Ich hasse ihn. Ich. Ohne Witz, ich hasse kein Viech in Sunbreak mehr als diesen verfickten. Entschuldigung. Schon gut, Cyanotauren. Ich nehme jeden Tod, den ich irgendwie verdient habe, liebend gern hin, ja? Aber nicht gegen einen Shogun-Senator. Das Viech ist doch einfach nur ätzend. Oh, ich hätte auch mal Megatränke mitnehmen sollen. Habe ich gar nicht mehr so viel von, sehe ich gerade. Dann hoffen wir mal, dass es mit denen hier reichen wird. Diese Spannweite. Diese Spannweite vorhanden mit dieser Hitbox vor seinem Bauch, womit er alles trifft, egal ob die Schere da wirklich ist oder nicht. Unfassbar. Auch das ist unfassbar, dass ich 3 Stunden brauche, um mein verdammtes Schwert wegzustecken. Leck mich echt. Du Drecksviech. Also ohne Witz, auch der Designer, der sich den ausgedacht hat, ne? Ich will da nichts zu sagen. Das wäre nicht nett. Wenn man nichts Nettes über einen sagen kann, ne, dann soll man lieber gar nichts sagen. Und so halte ich es auch mit dem Typen, der dieses Viech designt hat. Komm, den kannst du auch mal haben. Vielleicht sorgt er ja für ein bisschen Ruhe, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Oh, unser Krebs, unser Schalentier liegt, warum auch immer. Ja,
Naja, wenigstens das haben wir noch reingekriegt. Bringt einem auch so gar nichts, ne? Wenn man diesen Move-Count hat und wegkommt. Oh, zweimal ins Gesicht, mein Freund. Aber auch er hat immer direkt den passenden Gegenangriff parat. Okay. Man sieht es kommen, aber man kommt auch nicht zu irgendeinem Gegenmove, ja? Ist echt zum Mäuse melken. Naja. Immerhin eine kleine Explosion an einem nicht empfindlichen Körperteil hinbekommen, ja? Lächerlich, ohne Witz. Aber er ist immerhin blau, das heißt, in nicht allzu ferner Zukunft könnten wir es eventuell hinter uns haben. Wenn ich nicht jeden zweiten stark daneben hauen würde, weil er einfach zu hoch steht. Wie er es trotzdem immer schafft, ne? Einem hinterher zu rennen oder sonst was. Du bist festgebunden, mein Freund. Hast du das schon bemerkt? Ja, ich glaube, es ist ihm nicht so positiv aufgefallen. Einfach jeden Move, den man raushaut, hat er die passende Antwort für parat. Ah, ich würde gerne nochmal so einen aufgeladenen Move hinkriegen. Ob das dann reicht? Oh, ich hab's losgelassen in dem Moment. Ich wollte es loslassen, weil ich es hab kommen sehen. Naja. Immerhin haut er ab. Mal gucken, wo uns Kollege hin will. Hängst du ab, Junge, oder was machst du hier? Naja. Ist jetzt auch alles nicht so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh Gott, ich sterbe. Ich habe auch keine Heilung mehr. Und zwar wirklich so null Heilung. Er bringt. Ach ja, komm. Entweder sterben wir oder wir müssen tatsächlich so nochmal zum Zelt zurück. Wow. Ach komm, ey. Sterben wir halt im Kampf. Ist mir auch scheißegal. Sind wir auch beim Zelt. Ja, sterben wir halt in dieser Explosion. Schnell. Ich werte das als Schnellreise zum Zelt. Weil wir uns tatsächlich hier vor dem finalen Hieb noch mal ein paar Sachen besorgen müssen. So, ich hoffe mal. Sechsmal Erste Hilfe plus wird für die letzten Meter hier reichen. Ich ziehe mir auch keine Drogen rein. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt mal irgendwie so passen muss. Oh, ich glaube, er ist hier über uns irgendwo.
Da humpelt er rum. Wohin des Weges, mein Freund? Oh Gott, ey. Nur einmal hinten an dieser unempfindlichen Stelle erwischt. Auch schon wieder frech. Okay. Was für ein Kackmob, echt. Okay, haben wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir den jetzt wenigstens in einer Anomalie hinter uns. Und ich muss ihn nur noch in... Wenn nur noch in Untersuchung machen. Und ich glaube, die werde ich wahrscheinlich größtenteils online spielen. Er könnte sich auch gerne dann andere mit ihm rumschlagen. Ich bin nur der Depp, der daneben steht und einsteckt. Was für ein Kackmob, echt. Ich wusste es schon, als wir diese Quest gestartet haben, dass das wieder nicht schön und nicht spaßig wird. Wie gesagt, ich habe nichts gegen faire Kämpfe, ich habe nichts dagegen, auch mal den Kürzeren zu ziehen, um mal zu verlieren und auch ganz Game Over zu gehen. Aber dieser Shogun, der fühlt sich einfach nur unfair an, ja? Ja gut, vielleicht heule ich auch ein bisschen viel rum. Der fühlt sich zumindest, sagen wir es mal, kacke an. Macht einfach keinen Spaß, gegen den zu kämpfen. Mir zumindest nicht. Ja. Aber immer noch keine 50 erreicht. Aber ich schätze mal, ein, zwei Quests ist es soweit. So. Ach, hier wollte ich überhaupt nicht hin. Hier wollte ich hin. So, optionale Nebenquests. Aktivieren wir mal wieder. Jawohl, drei rote Haken. Dann machen wir mal seit langem mal wieder eine reguläre Quest gegen ein Theostra und ein Pyrokadaki. Auch eine große Freude. Mal gucken, ob wir danach dann 50 sind. Die Jagd machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Da wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen länger werden. Immerhin alle Fähigkeiten bekommen für diese Doppeljagd. Nice. Wird auf jeden Fall eine feurige Angelegenheit gegen die beiden. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh, guck mal, uns gehen die Megadämonenmittel aus. Mach ich mal zwischen den Quests ein paar neue. Achso, bringt uns ein wenig Glitzer. Du musst mir helfen, Jägerin. Mein Lieblingsort mit der tollen Aussicht auf dem Lavafluss wird von einem Theostra und einem Pyro-Kataki zerstört. Bitte schütze ihn, begeisterter Höhlenfan. Ja, wir geben unser Bestes. Oh Gott, Master Rank 6. Das ist immer eine Doppeljagd. Das heißt, beide Monster für sich haben nicht ganz so viel Leben, aber trotzdem. Oh Gott. Theostra Master Rank 6. Wird mit Sicherheit easy peasy sein, da bin ich mir sicher. Das wird überhaupt kein Stress werden. Aber es ist ganz ohne Witz. Nix ist so schlimm wie Shoguns wie in der Taure. Da wird der Theostra auch Urlaub gegen werden. So, noch eben hier. Vögelchen und so ein Kram sammeln. Auch geil, ne? Dass hier so ein Seilkäfer rumhängt an der Stelle, wo nie gekämpft wird. Und bis man irgendwann zu einer Kampfstelle kommt, ist der Buff ausgelaufen. Eine Marionettengedöns. Das hätte ich gerne. Was sollen wir denn zuerst jagen? Okay, zuerst Theostra. Ja, von mir aus. Aber das Schlimmste am schnellsten hinter uns. Und noch eine Knallkröte hier drin. Sehr schön. Knallkröte und Marionettenspinne. Also das werde ich beides versuchen beim Theostra einzusetzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wo rennt er überhaupt rum? Da unten. Da muss ich gar nicht für schnell reisen. Dann können wir nochmal auf dem Lavaberg hier oben rumrennen. Und vielleicht kriegen wir auch nochmal das ein oder andere Vögelchen hier mit. Wenn es nur noch ein bisschen Defense und Ausdauer ist. So.
Aber das finde ich cool gemacht, ne? Dass man sie tatsächlich rumfliegen sieht, auch wenn es ein bisschen ungelenkt teilweise aussieht. Dass die Viecher nicht irgendwie ausgeblendet werden zwischen den Gebieten oder so, sondern dass sie tatsächlich sich von einem Gebiet zum nächsten bewegen. Oh, zwei Treffer immerhin gelandet. Aber das lässt der Teostra natürlich nicht auf sich sitzen. Wow. So, dann holen wir uns mal das dritte Seilkäferchen hier wieder. Nachdem unser eines hier gerade ausgelaufen ist. Und damit haben wir eine rote Waffe. Oh, oh nein, er kommt nochmal zurück. Drecksack. Oh, wolltest du mich da irgendwie... Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! Frau Schmidt! Oh, ich muss hier weg. Komm, renn mich nochmal über den Haufen. So. So, was auch immer wir hier alles getroffen haben, wird schon den richtigen erwischt haben, gehe ich mal von aus. Nein, das war nicht der richtige. Ja, ey, wie er es immer schafft, mich von hinten zu überrennen, das ist auch schon wieder zum Brechen. So, zumindest haben wir ihn noch erwischt. Und er ist knapp an uns vorbei, das ist gut. Er bricht mir natürlich meinen Seilkäfer ab. Das ist auch nicht fein, mein Freund. So, da wären ihre Heilbubbles. Und ihr Seilkäfer, für den der gerade ausläuft. Guck mal, wir könnten jetzt mal, wo wir eine rote Waffe haben, vielleicht schon mal die Knallkröte nutzen. Was hältst du davon, Teostra? Hältst du mit Sicherheit sehr viel von, oder? Bäm, Junge! Oh, hat's dich abgelegt mit dem Kopf zu mir? Oh, 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 und mitten auf dem Kopf. Das ist ja alles bitter gelaufen, oder, Teostra? Okay, er ist wütend, glaube ich. Ah, ne, erstmal wieder weg. Erstmal. Ah, ne, er geht gegen Ragnar Kadaki vor. Okay. Ich würde das jetzt auch machen, ohne umzusteigen. Ich würde nochmal so eine Liegephase hier von unserem Teostra nutzen wollen. Weil der Teostra ist eindeutig der gefährlichere von den beiden und der nervigere. Da nutze ich das lieber aus. Komm, einen starken Angriff kriegen wir ja wohl noch hin. Und raus damit. Je schneller wir den Teostra umgelegt haben, desto besser. So, er brennt. Der brennende Teostra brennt. Und das hat ihn nochmal umgehauen, glaube ich. Dann kriegen wir es jetzt wahrscheinlich sogar hin, das hier auch nochmal rauszukriegen. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie gut oder wie schlecht. Aber raus ist raus. Oh, und der Teostra ist reitbar. Achso, scheiße, ich hätte es nochmal. Rot machen sollen, meine Waffe. So, Teostra ist nicht mehr rot. Hier kriegt er nochmal ein bisschen was ab. So. Das war doch mal ganz okay, würde ich sagen, vom Schaden und so. Jetzt würde ich noch ein bisschen warten. Wow. Bis er mal irgendwann seinen Reit-Cooldown hoffentlich verloren hat. Und dann würde ich irgendwann nochmal meine Marionettenspinne auch bemühen wollen. Bin mir nur nicht so sicher, wann da der richtige Zeitpunkt sein könnte. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich die Atomexplosion.
Ah, noch nicht ganz. So, das war auch noch mal ganz ordentlich gewesen. Was ist los? Will er weg? Ja, er will weg. Sauber. Oh, blaue Waffen, blaue Waffenschärfe. So, ich denke, er will hier rein. Und er regt sich schon wieder hier mit, mit Pyre Kandaki an. Naja, soll sie mal, soll mir recht sein. Aber ich glaube, einer von beiden verschwindet hier gerade. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, hier ist einiges an Feuer gerade am Start. Ui. So, jetzt ist aber mal langsam gut, oder? Boah, wenn ich schon diese ganzen Funken hier immer sehe, ne, habe ich ja schon immer ein bisschen Angst, würde ich sagen. Boah. Ich muss hier, auch wenn ich brenne, irgendwie dran. Das muss raus. Wo auch immer. Im Zweifelsfall da, wo er nochmal umkippt. So. Und auch nochmal ordentlich Schaden auf den Schwanz gemacht. Wobei ich darauf jetzt tatsächlich nicht absehen würde. So, was hat die Katze aus ihrer Lust? Ach, ein Jubeltanz, okay. Oh nein, das wollte ich nicht. Wollte das. Ja, das war klar. Dass ich das direkt wieder bereuen würde. Boah. Warum mich auch mal dieses Feuer nicht erwischt hat. Ich weiß es nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, warum mich irgendwas nicht erwischt. Damit lebe ich einfach. Oh Gott. So, ist wohl hier so ein Reit-Cooldown langsam mal abgelaufen. Ach, ey, sag mal. Hier pinkt was. Im Zweifels... Boah, no! Ist jetzt mal gut hier. Es war so klar, dass er wieder irgendwo von hinten ankommt. So, was hältst du davon, mich mal in Ruhe zu lassen, Theostra? Und was hältst du davon? Ich probiere dich jetzt einfach mal zu reiten. Obwohl, ne, erst müssten wir nochmal unsere Waffe rot machen. Das hätten wir, glaube ich, jetzt erledigt. Nein, es hat nicht gereicht. Okay, geht dieser Cooldown jemals vorbei? Falle hat ausgelöst, so wie ich das gesehen habe, auch richtig. Aber er war anscheinend weit entfernt von wieder reitbereit zu sein. Oh ja. Da rennen wir lieber mal eine Runde. So. Er will erstmal weg. Soll mir recht sein, eine kleine Verschnaufspause. Klar, bricht das ab. Klar, auch eine Combo raus. Und klar war ich da zurück. Und ich bin ideal vor ihm positioniert. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen manuell draufhauen.
kein Problem. Oder ein bisschen manuell auf die Fresse kriegen. Je nachdem, wie man es so sieht halt. Wow. So. Oh, wer kam da vorbeigelaufen? Tangiert uns das irgendwie? Da ist doch irgendjemand vorbeigelaufen, oder? Aber es könnte auch irgendein Viech auf der Rückreise gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht, konnte auch nicht drauf achten. So, irgendwas ist gebrochen. Ich habe keine Ahnung was. Ist mir auch relativ wumpe, muss ich sagen, was da gebrochen ist. War ich nicht irgendwo ein Käfer? Da hinten. Oh Gott, ich habe aber selber keinen Käfer mehr bereit. Jetzt aber. Jo, ich bin wieder einsatzbereit. Teostra. Ja, das Schwanzwedeln habe ich Gott sei Dank kommen sehen. Ja, knall weg die Scheiße, mein Freund. So. Oh, er ist erledigt. Ich wollte gerade sagen, wir haben ihn anscheinend die Glut aus dem Gehirn geprügelt. Nein, wir haben ihm nicht nur die Glut aus dem Gehirn geprügelt, wir haben ihm das Leben aus dem Gehirn geprügelt, was natürlich viel besser ist als nur die Glut. Na gut, dann jetzt noch ein Pyro-Kadaki. Ist auch nervig, aber da bin ich einigermaßen entspannt. Teostra ist da der deutlich unangenehmere Kollege von den beiden. Und bei ihm sind wir nicht gestorben. Ich hoffe mal, das kriegen wir beim Pyro auch hin. Aber ich glaube, beim ersten Gebietswechsel müssten wir eventuell mal Sachen nachfüllen. Aber werden wir dann sehen. So, der Kollege... Haben wir eigentlich so ein Käferchen daneben uns? Ist das normal? Ich wollte gerade sagen, der Kollege müsste sich hier irgendwie rumtreiben. Oh ja, ich erinnere mich. Fire everywhere war hier die Devise, ne? Es brennt einfach überall. Naja. Wird schon schief gehen. Ungefähr so. Oh ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Stimmt, eigentlich ist er genau, ja, ja. Er ist eigentlich genauso wie der gute... Humpelt er schon weg? Ah, genau, er macht eigentlich die gleichen Moves, nur dass der Schaden, der über diese ganzen Netze drüber geht und so, halt einfach mal viel schneller am Start ist, ne? Weil er nicht einzelne Spinnen runterklettern, sondern einfach mal so eine Explosion dran vorbeizischt. Boah. Naja. Ich hatte schon immer so viele Probleme, den Dreck auszuweichen. Das gibt's ja gar nicht. Könnte eine Heilung gebrauchen. Okay, am Teostra sterben wir nicht, aber am fucking Pyro-Kadaki. Es kann nicht wahr sein. Naja, komm, wo wir gerade hier sind. Nutzen wir einmal das Zelt, um uns aufzufüllen. Dann sollten uns zumindest weitere Itemknappheiten erspart bleiben. So, jetzt nochmal die Truhe hier. Und dann passiert uns das hoffentlich nicht nochmal. Aber Pyro-Kadaki hat den Vorteil, wir können sie fangen, wenn es soweit ist. Das Vergnügen hatten wir auch schon lange nicht mehr. Erstens in Anomalie-Quest schon mal ähnlich. Teostra, Drachenältester.
Deswegen können wir den Kampf hinten raus dann ein bisschen abkürzen. Ich glaube, sie will das Gebiet wechseln, soll mir recht sein. Guck mal, hier liegt noch Teostra-Zeugs rum, was wir bis jetzt nicht eingesammelt haben. So. Einmal Protective Polish auffrischen. Und dann up in den Kampf. Klar. Wenigstens noch einen erwischt. So. Es ist schön, dass wir Stun Immune sind. Ja klar, aber alle anderen bewegungseinschränkenden Effekte funktionieren natürlich weiterhin ganz wunderbar. Unter anderem eingenetzt zu werden. So, er geht ein bisschen auf den Fisch. Das soll mir recht sein. Kann ich hier ein paar Mal in Ruhe drunter herzischen. Wird schon den richtigen erwischen, ne? Aua. Ja, im Zweifelsfall nicht. Ach, guck mal. Ein unserer Seilkäfer verschwindet. Oh, man, ist ein 9. Natürlich. Oh, haben wir dich zweimal erwischt? Oh. Oh, erwischen wir dich noch zweimal? Oh. Oh, bist du ganz hingefallen? Oh, 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 das tut mir ja ganz besonders dolle leid. Oh, eine Falle. Wo kommt die denn her? So, und noch einmal drunter. Da ist noch eine Falle. Und jetzt wäre unsere Waffe auch wieder rot. Komm mal her. Ja, hast du fein gemacht. Jetzt komm mal her. Warum? Ja, von mir aus kannst du auch so herkommen. So, was macht dein Beutelchen? Ist der empfindlicher, ne? Ich glaube schon. So, das war doch jetzt alles ganz okay hier gewesen, denke ich. Wütend oder abhauen? Okay, er netzt sich hier irgendwie neu ein. Auch das können wir nochmal nutzen. Für ein bisschen Damage auf den Mob. Ja komm, lass sie alle weglaufen. Oh, nee, das war eine andere Attacke, als ich erwartet habe. Oder kommt die jetzt, die ich erwartet habe? Ja, jetzt kommt die, die ich erwartet habe. Okay, die habe ich auch nicht mit so viel Explosion erwartet, ehrlich gesagt. Naja. Okay, ich glaube, er will weg. Oh, no, you don't. Idiot. Achso, das ist ein Unikat. Na gut, nehmen wir mal ein paar Punkte mit. Achso, konnte Objekte sammeln, ist eh gerade unsere Aufgabe. Hat sich wenigstens gelohnt, dass wir die mal eingesammelt haben. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Oh Gott, wir waren nicht im Laufen und sind deswegen nicht abgesprungen. Was für ein verkackter Start hier in diese Kampfarena schon wieder.
Naja, es kann nicht jeder Start immer gut gelingen. Oh. Hey, klar. Er spuckt 5 Minuten in eine Richtung, um sich dann nochmal zu drehen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, ne? Aber ich muss sagen, das Pyro-Kadaki-Moveset kann ich nur so im Groben. Na klar, muss er nochmal schreien. Aber irgendwas habe ich auch noch erwischt. Achso, ich brenne gar nicht. Warum? Nein, jetzt brenne ich. Ich wollte gerade sagen, warum rolle ich mich her? Ich brenne gar nicht. Ich konnte, glaube ich, einen Blick in die Zukunft werfen und wusste, dass ich gleich brennen würde. Also, ich dachte, er wollte jetzt noch runtergehen. Aber Gott sei Dank hat er es sich anscheinend auch im letzten Moment anders überlegt. Oh, hoppla. Ja, danke. Jetzt sind wir auf der anderen Seite unten. Kann nicht wahr sein. Können wir mal an einer etwas breiteren Stelle eventuell kämpfen? Ernsthaft. Was? Warum? Warum? Und bin ich auf einmal zusammengekauert da unten? Ey, manchmal ist es frech. Ist undurchschaubar. Also gerade läuft es nur so semi, finde ich. Oh, nice Stein, mein kleines Kätzchen. Hast du gut gemacht. Oh, fangbereit. Das gönne ich mir. Das gönne ich mir, um diese Quest zu beenden. Oh, Hauptziel abgeschlossen. Anfrage. Achso, wir haben schon auf ganz oben Anfrage. Auf Anfragen, muss ich sagen, habe ich mittlerweile völlig aus dem Blick verloren. Wir müssten noch irgendeine Fanganfrage offen haben. Naja, aber so sieht man, ne? Diese Fanganfragen, die erledigen sich dann auch irgendwann von alleine. Weil Monster, die man fangen kann, fängt man eh, ne? Meistens zumindest, wenn sie nicht in einer Multi-Quest auftauchen, die einfach so schnell umgeprügelt sind, dass man es völlig übersieht, dass man sie fangen kann. Oh, da waren zwei Schwänze drin, ich glaube vom Theostra. Meisterrang 49, das heißt, wir müssen nächstes Mal noch eine normale Quest machen. Wir waren kurz vor Ende, kurz vor 50. Aber eine Quest brauchen wir noch, um dann endlich ans neue Cap zu stoßen und die nächste dringende Quest dann aufzulegen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was wir für eine Anfrage erledigt haben. Hier kriegen wir erstmal wieder ein Ticket. Und in den Docks will jemand mit uns sprechen. Das war quasi direkt nebenan. Du hast mir wirklich einen gefangen. Miau, was für ein wunderbarer Preis. Suppi liebt Preise. Als Belohnung hat Suppi besondere Ausrüstung für dich vorbereitet. Gehe zum Schmied und hole sie dir. Schönheit kann objektiv sein, Jägerin. Ich weiß, es ist ein Miaunster. Aber Miauch, Miaunster können schön sein. Strahlend rot, Anfrage. Fange ein Pyro-Kadaki. Haben wir erledigt. Und ein neues Katzenset dafür bekommen. Dann können wir gerade mal gucken. Espinas und Seregios. Ja, müsste ich mir mal merken. Was haben wir hier? Achso, neue Jägertitzen und Jägerinfos. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter noch mit einer normalen Quest und schauen mal, was dann beim Erreichen des Master Ranks 50 auf uns wartet. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und lasst mir ein Däumchen nach oben und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat.